In dem Moment bricht Busch, Bob durch den Busch hervor. Aber das ist ein schöner Gesang. Was ist hier denn los? Ich hab doch gesagt, ihr sollt uns nicht mehr stören. Ah, Entschuldigung. Und dreht um und klemmt so natürlich. Ja, jetzt seid ihr ja zum Südtor von Spycare unterwegs, weil ihr herausgefunden habt, dass sich Valentino anscheinend irgendwo südlich aus der Stadt heraus befindet. Auf die Besen! Auf die Besen, okay. Müssen wir. Ach, komm doch, das wird Spaß machen. Komm schon. Wir haben doch eine tolle Kutsche da. Dauert doch viel zu lange. Ach, mein Besen ist wirklich langsam. Also der ist träge, der ist faul, der fliegt nicht so gern. Da musst du dich durchsetzen. Mama sagt, man muss immer klare Regeln aufstellen, dann funktioniert das auch. Und wenn das nicht funktioniert, naja. Aber ich bin halt keine so tolle Lady wie du. Oh! Ich kann sowas nicht. Du kannst bei meinem Im Handbuch steht das auch drinnen. Man muss sich behaupten. Da oben sind noch 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7. 1, 2, viele. Ganz viele. Da kannst du dir vielleicht eins ausleihen. Aber das ist so hoch. Dann frag doch einfach den Butler, ob er dich noch ein Stück mitnimmt und wir fliegen vor. Hoch ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn es schnell geht und hoch und runter gleichzeitig und Links- und Rechtsdrehungen und Questio tendiert immer auch zu interessanten Kurvenmanövern. Ich glaube, dein Besen ist gar nicht mal so unpassend zu dir und schwimme ich entsprechend auf meinen. Ja, ich habe noch eine kleine Diskussion mit meinem Besen halt, wie immer. Okay, ich werde fliegen, aber ich bleibe vielleicht ein bisschen weiter unten. Das ist doch okay, man muss nicht übertreiben. Ich setze mich auf meinen Besen, fliege so einmal um sie rum und hänge mich dann einmal mit die Beine so an den Besen, Kopf nach unten. Pass auf! Der Kopf! Da. Was denn? Das ist gar nicht so schlimm. Was heißt durch Dornenbüsche fliegen, das ist viel schlimmer. Schau mal die Klamotten an. Ja, Penny setzt sich so im Ladylike-Sattel hin, aber der Besen ist ein bisschen egoistisch und fliegt kurz ein paar Meter weiter und sie knallt so kurz runter. Ha! Also und man hört so vom Besen, oh, das tut mir aber leid, ja. Top, soll ich dir mich mit einer Angelschnur in deinen Besen binden? Ja, vielleicht. Er hat halt heute keinen so guten Tag. Mit genügend Angelhaken und genügend Bindfaden kriege ich ihn an seinen Besen gebunden. Ja, wie gesagt, dann ich setze mich wieder hin und gucke, wie Hamus das macht. Und der Besen protestiert aber, wie gesagt, kann auch nichts dagegen tun. Soll ich die extra festmachen? Also ich zeige dann auf meine gepiersten Ohren. Ich kann es einfach dich entsprechend an den richtigen Stellen an deinem Körper festmachen. Nein. Also nichts gegen dich, ne, das sieht total toll aus, aber ich habe Angst vor Nadeln. Also nee. Ich will ja nicht dich festbinden, ich meine ja Bob. Ach so, Bob! Willst du das nicht machen? Also Bob ist inzwischen auf seinem Holzast da drauf, den er dabei hat, und man sieht, wie so inzwischen so mit ungefähr 2 Meter pro Sekunde vielleicht sich inzwischen schon nach vorne bewegt. Also langsam wird's, aber da habe ich schon noch ein bisschen Startprobleme. Er hebt vielleicht auch schon einen halben Meter ab. Es geht schon, das kriege ich hin. Ich glaube an dich, Bob. Du bist mein bester Freund. Danke. Und sie schwingt sich auf ihren blinkenden, wie gesagt, sehr glitzernden, pinken Besen. Hamus macht einfach mit dem Angelhaken seinen Hut wieder an seine Ohren fest und schwingt sich auf seinen Besen. Ich drehe mich auch wieder nach oben. Und dann hört man das Kling, Klang, Kling, Klang, Kling, Kling, Klang mit die ganzen Amulette und Steinchen, was hinten so dran baumeln. Nicht zu viel Rosenbüsche diesmal, bitte.
Bitte, nicht durch die Rosenbüsche. Ich weiß, das sieht gut aus, aber bitte nicht. Aber Akupunktur ist gut für dich. Meine Klamotten sind so oder so schon völlig hinüber. Ach, das bisschen, das fällt beim Angeln doch gar nicht auf. Also mit fröhlichem Geplänkel fliegt ihr los. Es geht jetzt aus diesem Südtor, geht einfach so eine Straße, mehr oder weniger erstmal geradeaus nach Süden. Ich nehme mal an, ihr folgt der. Okay. Ja, nach einer Weile kommt ihr tatsächlich an so eine Weggabelung. Da gibt es einen Weg, der mehr nach links und einen, der mehr nach rechts abgeht. Welchen nehmt ihr? Penny, wohin? Moment. Penny überlegt kurz. Linker, itche, ditche, Silberknitte, itche, ditche, dab und du bist ab. Links! Okay. Okay, ich vertraue dir. Ich mir auch. Mein Glück ist mir immer hold. Wieso Glück? Okay. Ja, ihr fliegt nach links. Also bisher war der Weg tatsächlich ja, sehr frei auch. Ich habe zwar immer so ein bisschen auf eurer linken Seite schon mal so Bäume und ein bisschen Wald gesehen, aber jetzt, da ihr auch nach links abgebogen seid, kommt ihr immer mehr in diesen Wald rein. Und es ist schon ein relativ düsterer Wald, also es ist schon so ein bisschen gespenstisch. Der Wind heult da durch die Zweige, die Äste knarren. Ihr hört auch schon mal das ein oder andere Geheule im Wald. Nach einer Weile hört ihr Stimmen. Meine Haare fangen so richtig toll zum rosa Leuchten an. Ich fühle mich sehr heimisch dort. Solange wir im Wald sind, sind wir noch weit unten. Das ist okay. Solange wir nicht drüber fliegen. Sind das Männerstimmen oder Frauen oder Kinder? Das sind sehr relativ hohe Stimmen. Also ihr vermutet, es könnten Kinder sein. Candy fängt an zu kläffen. Candy ist ja gut, ich weiß. Das ist unser Weg. Hilfe! Hilfe! Da, die schreien! Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Ist gut. Wir sollten runterfliegen und mein Besen so, nee. Wir fliegen jetzt da runter, Penny ist jetzt stur. Okay. Okay. Amos macht es sich eher auf seinem Besen bequem, zippt die Angel, schaut nach unten, wirft ein bisschen aus, mal gucken, was er findet. Luft, ja, du tatsächlich, doch, du kannst mal, mach mal eine Probe auf Körper, wie das mit dem Angeln so funktioniert. Fängt das ist eine Eule. Heute nehme ich eine physische Hilfe mit. Nein, einfach, ich hätte gerne 6. Ich hätte eine 8. Eine 8, okay. Also du angelst da so und merkst plötzlich, du hast irgendwas in der Angel und plötzlich hörst du einen Schrei. Was? Da klaut einer meinen Hut. Und ich schaue dann rüber zu Drosilia, der ist ja nicht runtergeflogen. So. Auch im Waldmeer, im Baumwipfelmeer kann man auch irgendwas fischen. Siehst du? Und zieh dann einen Hut nach oben wahrscheinlich. Genau. Es sieht auch sehr verdächtig nach Zauberer- oder Hexenhut aus. Ist blau mit Sternchen drauf, so einem Lederband drumrum. Und große Krempe. Du, ich glaube, der gehört wem? Mein Hut, mein Hut! Ja, ich glaube wirklich, das gehört wem. Ich schau mal nach unten. Ich glaube auch. Seh ich jemanden zwischen den Baumwipfeln hochgucken? Du siehst nicht viel, weil die Bäume stehen so dicht. Also von da oben ist schwierig. Aber wer ist runter? Ich glaube, Bob ist nach unten. Und ich so weit wie möglich. Okay. Ich glaub, sobald ich eine Ausrede habe. Okay, also ihr fliegt nach unten und tatsächlich stehen vor euch drei Kinder, aber der Kleidung nach zu urteilen, wie ihr, sind das junge Hexen und Zauberer. Und zwar zwei Hexen und ein junger Zauberer. Wer hat seinen Hut verloren? Der Zauberer.
Penny landet wie immer sehr Penny-like. Das heißt, der Besen macht, was er will, und sie knallt so mit dem Hintern auf und macht dann aber so. Hallo! Ich habe gehört, ihr braucht Hilfe, weil alle hat Hilfe gerufen. Und warum hast du keinen Hut? Ja, Penny. Mein Hut wurde gestohlen. Das ist ja grauenhaft. Wer macht denn sowas? Weiß ich nicht. Ist einfach nach oben geflogen. Amos Rosmarus nimmt, wie gesagt, den Hut vom Haken neu aus. Behaltest du den? Du hast ihn schon. Ich packe ihn einfach auf den Besen drauf und wird, wie gesagt, dann einfach nochmal angeln. Okay, also alle gucken ja gerade nach oben, um den Hut zu suchen, und plötzlich kommt dieser Anhaken von oben. Alle gucken ihn so an. Aber ich will jetzt nochmal auf Körperwürfel, habe ich jetzt gerade eine 14 gewürfelt. Zwei auf einmal. Okay. Genau, du erwischst tatsächlich den jungen Zauberer am Kragen. Und du merkst nur, dass du musst jetzt einen echt dicken Fisch an der Angel haben. Und zieh weiter eine Kurbel hoch. Oh, das schaut nach einem ganz dicken aus. Es wird ein prima Eintrag in meinem Fischerkundungsbuch. Fliegende Waldfische. Und zieh und durch die Platte kommt dann der Junge hoch und so. Genau. Man sieht, wie die Enttäuschung in Hamus Gesicht dann plötzlich sich Bahn bricht. Du bist kein Fisch. Nein, was machst du denn da? Lass mich sofort wieder runter. Es ist gemein. Sicher? Nein. Klammert sich an deinem Besen fest. Ich flieg so nebenbei hin. Du kannst gern bei mir aufsteigen. Ja, danke. Bring mich bitte schnell wieder runter. Schnell? Ich hab doch... ganz langsam. Ganz langsam. Oh, das ist langweilig. Ich hab's doch nicht so mit dem Besen fliegen. Du brauchst ihn nur festhalten. Okay, hält sich an dir fest. So, klammert dich. Ich flieg so kleine Spiralen und mit Winken so ein bisschen Spaß macht. Legendären Waldfische werde ich nie finden. Komm gleich wieder. Inzwischen tuckert dann der Bob auch langsam mal an dem letzten Baum vorbei und kommt auch bei den anderen an. Okay. Oh, mir fehlt ja gar kein Hut. Hallo. Hallo. Ich steig sofort ab. Ha, Land. Genau, sind dann noch die zwei jungen Hexen. Genau. Die eine Frau, wer seid ihr denn? Ich bin Lotta. Ich bin Penny. Und das ist Bob. Das ist Mona. Und Tim ist... weiß ich nicht. Eben war er noch da. Jetzt ist er weg. Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Macht Tim das öfters erst, dass der Hut weg ist und dann, dass er weg ist? Gehört ihm der blaue Hut mit den Sternen? Ja. Was ist denn für ein Hut? Oh, ich glaube, Hamus hat da... Hoppla. Penny guckt so böse nach oben. Ich glaube, da gab es ein kleines Missgeschick. Hm. Einer von uns ist begeisterter Angler. Angler? Aber ihr seid doch auch Hexen und Zauberer, oder? Ja, schon, aber er ist vor allem Angler. Glaube ich. Okay. Ja. Wo kommt ihr denn her? Ihr kommt nicht von den Schauderinseln, oder? Bob und ich kommen von den Sommerinseln. Und Bob hat bei meiner Familie im Wald gelebt, während ich bei meiner Familie gelebt habe, denn ich bin eine geborene Magierin. Das erklärt, warum ihr so komisch aussieht. Seid ihr von hier? Natürlich. Wir sind Schülerinnen der Buckelinsel-Universität. In unserem zweiten Lehrjahr. Oho. Und was macht ihr hier in dem Wald? Ja, wir haben eine Aufgabe. Wir müssen eine Alchemie-Zutat finden. Wir müssen nämlich eine Prüfung ablegen, damit wir unser zweites Lehrjahr abschließen können. Und wenn wir die Aufgabe nicht erfüllen können, dann können wir nicht ins dritte Lehrjahr kommen. Und wir müssen eine ganz besondere Zutat finden, und zwar, das dürft ihr aber nicht weiter sagen, ein Werwolfhaar muss in diesen Trank rein. Oh. Und damit können wir nämlich das Mondlichtelixier brauen. Und das müssen wir machen als Abschlussprüfung. Und seid ihr hier im Wald dafür? Könnt ihr da nicht in der Stadt einfach einen von den Werwölfen fragen? In der Stadt gibt es doch keine Werwölfe. Seid ihr nicht? Ja, ihr seid nicht von hier. Habt ja keine Ahnung. Die wohnen doch hier im Wald. Aber. Ich meine, ich habe im Wald noch nie einen Werwolf gesehen. Und ich wohne selber im Wald. Ja, aber das ist ja nicht irgendein Wald. Das hier ist der gespenstische Wald. Der berühmte gespenstische Wald.
Oh, seid ihr überfordert, einen Werwolf-Haar zu finden? Vielleicht solltet ihr ein bisschen lieber sein. Kommt von Penny ein bisschen gehässig. Das ist gemein. Penny, ja, wer warum hat denn angefangen, dass wir komisch aussehen? Währenddessen kommen wir von zwischen die Penny. Bäume runtergesegelt, ganz langsam. Aber vielleicht seid ihr auch im falschen Fall. Aber ich könnte euch helfen. Alchemie liebe ich. Also, ich habe ja selber, wie gesagt, zu Hause, und sie zeigt ganz stolz ihr rosa Buch, ich habe ja selber ein paar Tränke gemacht, aber ich sehe ja auch so komisch aus, ne? Ja, das hast du jetzt ganz falsch verstanden. Komisch, das ist auf den Schauderinseln ist mehr so ein Kompliment, weißt du? Ah, wirklich? So, ja. Dann helfe ich euch gerne. Okay, sag das wäre toll. Ich hätte tatsächlich eine Frage. Wir suchen nämlich gerade wen. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Ich könnte euch mit dem Werwolf helfen und ihr könntet uns vielleicht helfen, ob ihr wen gefunden habt. Ja, wenn wir euch helfen können, können wir euch können wir das gerne tun. Lasst mich doch mal kurz was ausprobieren. Und ich würde einfach versuchen, ein Werwolf-Haar herbeizubeschwören. Penny guckt nur so. Also Werwölfe sind ja tatsächlich magische Wesen. Deswegen ist das schon sehr schwierig. Das ist schon eine 9. Das ist verständlich. Aber du kannst es gerne mal probieren. Ich probiere es einfach mal, weil, Penny, Beschwörungen lieben wir ganz gerne. Ich bin dasselbe der Waldbewohner. Von daher... Es ist eine 8. War klar. Ein Hundehaar hätte ich. Ja, also es ist kein Hundehaar, es ist tatsächlich ein Wolfshaar, was du beschworen hast. Und die Mona guckt sich das etwas kritisch an und sagt, fast. Aber knapp daneben ist leider auch vorbei. Es ist ein Wolfshaar und kein Werwolfshaar. Ah, dann habe ich einen Wessenwolf erwischt. Vielleicht habt ihr auf eurer Schule den Unterschied noch nicht durchgenommen. Wisst ihr, Werwölfe, die gehen nämlich auf zwei Beinen. Wölfe auf 4. Daran kann man sie sehr gut auseinanderhalten. Ah, ja, ich habe noch nie einen gesehen, das stimmt. Ja. Aber wenn ihr mit uns kommt, weil wir müssen ganz ehrlich sein, wir haben allein ein bisschen Angst im Wald. Wir sind zwar hier aufgewachsen, aber der gespenstische Wald ist schon wirklich gruselig. Aber wenn ihr mit uns kommt und uns beschützt, dann könnten wir vielleicht gemeinsam tiefer in den Wald gehen. Weil wir haben da hinten, haben wir nämlich Wolfsgeheul gehört. Vielleicht finden wir da auch einen Werwolf. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Bob, kommst du mit? Klar, das klingt doch nach einem Abenteuer. Aber du kannst loslassen, danke. Du bist mein bester Freund. Ja, danke, hier hast du eine Ringelblume. Ich setze den Zauberer 1 Meter vor den Boden ab. So. Oh, nicht danke. Da haben Tim, da bist du ja wieder. Frustriert auf, als er nichts mehr anbeißt und fliegt dann hinterher. Okay. Ah, da ist euer Angler. Klopf doch mal den geangelten Hut ab. Also Tim ist ein bisschen zittrig und ein bisschen durch den Wind. Columba meint nur so, während er um deinen Kopf fliegt von Hamus, nur so, du hast auch mal schon mal bessere Fänge gemacht, mein Lieber. Ich hatte ja gehofft, dass es einer von diesen interessanten Gruselfischen aus Waldoberhäuptern sind, ist aber und du glaubst, dass du dann so mitten in der Wald hier über den Bäumen zufälligerweise ganz speziell schnell einen Teich oder See erwischst? Aber Hamus, du kannst ja mit mir heimkommen, vielleicht im Nebelmeer. Da könnten auch Fische schwimmen. Und Nebelfische. Wäre eine gute Idee. Oder ich baue entsprechend mal aus meinen vielen Angelfäden, die ich noch habe, mein Netz und durchkämme den Nebel. Ja, Penny wartet, bis Hamus und Drusilda. Aber was soll ich mit einem blöden Hut? Wir finden doch einfach wieder zurück. Gelandet sind und dann ich sehen die so. Das ist ein guter Fang, aber ich habe schon einen Hut. Gib ihn wieder her. Der gehört Tim. Ja. Gib ihn wieder her. Nimmt ihn dir wieder, reißt ihn dir wieder aus der Hand. Meiner. Was der Gegner dafür wieder haben.
Man sieht so Penny hin und her springen, wie so total freudig und sagt, ich habe eine super Idee. Also das ist die Mona und die anderen Namen habe ich vergessen, aber das ist egal. Wir müssen ein magisches Werwolfshaar finden und wir machen das zusammen. Ist das nicht toll? Und Bob kommt auch mit. Wir brauchen doch nur ins Konzert zu gehen. Wieso sind wir denn im Wald? Suchen wir nicht jemand anders? Ich dachte, wenn ich jetzt jemanden finde und angeln könnte, könnte ich den Fisch fragen, ob er eventuell Valentino gesehen hat, aber... Aber sollten wir nicht hilfsbereit sein? Was ist, wenn wir... Wir brauchen doch auch Hilfe. Ich sag ja. Doch einfach ins Konzert. Ins Penny Konzert? Hat gesagt, sie hilft uns. Also müsst ihr jetzt mitkommen in den Wald. Da hinten haben wir heulen gehört. Ja. Vielleicht ist das ja ein Konzert. Mona hat gesagt, sie kann uns dann helfen, wen zu finden, wenn wir da mit dem Beolzer helfen. Helfen Ihnen, sie helfen uns. Das ist doch fair, oder? Da hinten heult wer? Ich hoffe mal genau hin. Klingt es nach Wolf oder es hätte sich wer wedern? Dann wäre es ein B-Wolf. Das weiß man nicht so genau. Wessen Wolf? Also es klingt tatsächlich nicht nur nach einem Wolf, sondern nach vielen Wölfen. Oh, ein Wolf. Das klingt gar nicht so schlimm. Das klingt irgendwie fast schön. Oh. Ich fliege vor. Können wir singen? Also ich drehe mich dahin. Das klingt aber schön. Und zisch mit dem Pass Besen auf, du, durch den Wald. Pass auf, dass du nirgends dagegen... Genau, da hätte ich jetzt immer gerne eine Probe auf Besen rein an der Stelle. Die ist schwierig, eine 8, weil du bist mitten in einem einem dicht bewachsenen Wald. Zischt zwischen den Ästen durch. Eine 9. Ah, okay. Also. Wir hätten tauschen müssen. Ich habe eine 10. Questio ist sehr impulsiv und übermütig, und aber dafür virtuos. Hat er mich wahrscheinlich durch halbe Dornenbüsche gezogen, aber bin schneller als sie. Okay. Bremst du irgendwann ab oder fliegt er jetzt einfach volle Pulle weiter? Der Besen ist mutig, neugierig und impulsiv. Also ich hänge mir da hinten dran. Kamos, das machen sie andauernd. Und weg sind sie. Ja. Na gut, der Rest macht sich also etwas langsamer hinterher. Questio nicht durch den Rosenbusch. Ich glaube, er hat vorhin sogar extra gesagt, dass er nicht durch den Rosenbusch will. Ich glaube, sein Besen mag ihn nicht. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Sache zwischen den beiden. Da sollten wir uns nicht einmischen. Das tut mir aber schon leid. Bei besonders schmalen Durchflügen stoße ich mich mit den Beinen immer wieder ab. Also, donk, donk. Du musst schneller fliegen. Der komische Angler überholt uns gleich über die komischen Dornhecken. Ja. Ich lege mich noch mehr ins Zeug. Ah, die Dornhecken sind abgezogen, verstehe. Also mit Höchstgeschwindigkeit durch den gespenstischen Wald. Und du fliegst dem Heulen, das du gehört hast, hinterher. Und das wird immer lauter natürlich. Und du merkst, du kommst immer näher. Und plötzlich siehst du vor dir eine kleine Lichtung. Und ja, ich würde sagen, wenn du weiterfliegst, dann mit Vollgas auf die Lichtung, oder? Ja, ich versuch's, aber der Besen ist genauso tollpatschig wie ich. Also es wird wahrscheinlich versuchen abzubremsen, dann wird wahrscheinlich irgendwer davor stehen und das geht dann im Sturzflug nach oben und irgendwo in die Äste. Okay. Ja, also nachdem du völlig virtuos durch den Wald geflogen bist, ja, fliegst du auf diese Lichtung und dann passiert genau das, was du beschreibst, und dann wirst du so von Ast zu Ast quasi abgeprallt und weitergeworfen. Oder dung, 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 dung. Und dann am Ende plöpp, ja, mitten auf die Mitte der Waldlichtung etwas benommen. Nachdem du dich wieder etwas gefasst hast, schaust du dich um und stehst mitten in einer Gruppe an Wölfen, die dich ziemlich böse anschauen. Ich putze mich so ab, stell mich schön hin mit dem Besen in der Hand, mach einen Knicks. Okay, die Wölfe gucken so ein bisschen irritiert und dann applaudieren sie dir.
Bravissimo. Drusilda von Steinfels. Ja, Hamus steht wahrscheinlich mitten unter den Wölfen schon, weil er ist ja vorher angekommen, aber völlig zerlegt und zerschrammt und der Besen ist irgendwo hingeflogen. Okay. Winkt dir dazwischen den Wölfen hindurch. Genau, die Wölfe gucken etwas irritiert, dass da noch einer gekommen ist. Ja, Penny hatte mitten unter ihnen, das haben sie nicht bekommen. Ja, Penny hatte beim Fliegen auch nicht so viel Glück, weil sie eine 6 gewürfelt hat. Also das heißt, die hat wirklich jede Rosenhecke und Dornbusch hat die mitgenommen. Der Hut sitzt dementsprechend ein bisschen schief, die Haare ein bisschen verwildert. Aber egal, der Weg ist das Ziel. Ja, außerdem hast du jetzt so ein paar Rosen im Haar hängen. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Ah ja, wenn sie jetzt gleich irgendwas Spiegelndes sieht, wird sie sich dann ganz bestimmt freuen auf jeden Fall. Na gut. Die ist ja immer noch umringt von diesen Wölfen und jetzt hörst du aber irgendwie eine Stimme so von hinter den Wölfen und siehst, dass sich eine Gestalt tatsächlich durch die Menge bahnt sozusagen und zu dir kommt und du siehst einen Wolf, der aber komischerweise aufrecht geht und so ein bisschen menschliche Züge hat fast und er hat einen Frack an, ja, also einen schönen schwarzen Frack. Und guck dich auch ein bisschen kritisch an. Wer bist denn du? Du hast unsere Probe gestört. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, es klang so schön. Ja. Gerade hat die erste Stimme auch mal alles hinbekommen und dann platzt du hier einfach rein. Na gut. Wie heißt du denn? Drusilda von Steinfels. Aha, Drusilda von Steinfels. Was führt dich denn zu uns? Eigentlich suche ich ja noch wen anderen, aber wir haben jetzt dann noch wen gefunden im Wald, die Werwölfe suchen. Die sind komisch, aber einer von uns wollte denen helfen. Und dann habe ich das schöne Gesinge gehört und dann wollte ich herfliegen. Aha. Hamus würde übrigens im Hintergrund langschleichen und sich ein paar dieser Paare einsammeln, damit das hier weitergeht. Wo würdest du diese Haare denn einsammeln? Ich vermute mal, auf der Lichtung laufen diverse diese Haare irgendwo zu finden. Und dadurch, dass ich von den Rosensträuchern noch gut zerlegt bin, sammle ich die so nebenbei auf ein. Würfel mir doch mal gerade auf Verstand. Oh, Verstand ist nicht Hamus erste Wahl, aber immer die zweite. Hey, er hat seine Momente. Also. Aber scheinbar zieht er genau an dem Falsch, gerade in irgendeinem Wolfsrute, weil er hat letztendlich nur eine 5 gewürfelt. Eine 5. Ah, ja. Ja, nee, du sammelst ganz erfolgreich die Haare von der Lichtung ein, kein Problem. Was macht der Rest? Penny isst erstmal Schokolade nach diesem wilden Flug. Nee, Candy schaut sich die ganzen Leute an, schaut sich vor allem den mit dem Frack an. Wenn ich groß bin, will ich auch so sein. Und fiebelt den so richtig an. Penny hat kurz Angst, wie sie Candy wahrnimmt. Und sagt, das ist keine Muku, das sind Freunde. Ne, Candy? Ja, so werde ich auch. Aber keiner von den Werwolf ist pink, so, oder? Pink? Ist ja nur ein Werwolf. Jeder ist ja pink. Ja. Wenn ich groß bin, bin ich auch so, oder? Natürlich. Schaut sich die alle an. Und würde sich auch so an den nächstbesten Werwolf so ein bisschen anreiben. Wenn du das nicht zulässt. Hi, ich bin Penny. Also, Ich bin diejenige, die mit Drusilda, Hamus, das ist der da hinten irgendwas sucht. Hamus, wir sind hier. Hu. Schleich mich wieder in die Büsche. Hamus ist in der Busch stehen. Hamus ist Angler und Ninja. Also einer der Wölfe schnuffelt etwas irritiert an der Busch. Das ist Hamus, der angelt und tut sich nicht öfters mit Wasser und Seife waschen. Aber das ist ein anderes Thema. Also mit Wasser sicher? Ist ja ein Walross. Ah, ja, stimmt. Also adoptiert das Walross.
Aber und irgendwann kommt mein bester Freund, der Bob, aber der braucht immer etwas länger, weil der Bob, der hat Probleme mit seinem Besen. Ach, ich erzähle zu viel. Aber könnte ich, und sie guckt sie mit so ganz großen Augen an, könnte ich bitte ein Haar von Ihnen haben? Bitte. Ein Haar von mir? Was willst du denn mit einem Haar von mir? Also, Penny fängt wieder an, Luft zu holen. Sie fängt an mit einem riesigen Monolog, holt ihr Buch und sagt, ich würde gerne einen Trank brauen. Und zwar geht es darum, dass Candy auf jeden Fall pinker sein soll. Und dafür brauche ich ein Werwolfshaar. Ich glaube, du bindest mir hier einen Werbären auf. Das würde ich nicht. Ich kenne mich ein bisschen mit Tränken aus. Mein guter Freund Balder der Stormidor, der Dekan der Buckel-Universität, der erzählt mir immer von den Tränken. Und ich bin sicher, dass für diesen Trank kein Werwolfhaar notwendig ist. Oh, was? Werbär? Kann ich zu den Bären werden? Oh, ja! Vielleicht haben wir Leute gefunden, die eine Aufgabe bekommen haben und die brauchen einen Werwolfshaar, aber die könnten uns dann helfen, weil wir suchen auch eine Person, aber das ist total kompliziert jetzt ausgedrückt. Aber das klingt jetzt immerhin ehrlich. Na gut. Sagt es und pickt so ein paar Haare von seinem Wrack runter. Und reicht sie dir. Ah, du bist so lieb. Vielen Dank. Ich bin Penny und wie heißt du? Ich bin Schattentänzer, werde ich genannt. Oh, das ist so schön. Also wie gesagt, ich schreibe dir auf jeden Fall eine magische Weihnachtskarte. Okay, da freue ich mich. Möchtest du auch Schokolade haben? Nein, Werwölfe vertragen keine Schokolade. Oh, ich habe hier Streifen in meine Taschen. Spaghetti? Also, wir würden jetzt gerne weiterproben. Oh, ja. Dürfen wir noch etwas zuhören? Ihr dürft sehr gerne zuhören. Aber wenn ihr uns nicht mehr stört. Okay. Damit fangen die Wölfe wieder an zu heulen. Es klingt sehr schön tatsächlich. Es ist ein echter Lupin-Chor, den ihr da getroffen habt. Und ja, ihr hört noch eine Weile zu. In dem Moment bricht Bob durch den Busch hervor. Aber das ist ein schöner Gesang. Was ist hier denn los? Ich hab doch gesagt, ihr sollt uns nicht mehr stören. Ah, Entschuldigung. Und dreht um und klemmt so natürlich weg. Okay, die drei anderen Hexen und Zauber, die haben sich also nicht mit euch auf die Lichtung getraut. Die haben sich in den Büschen versteckt und sich das Ganze aus sicherer Entfernung angeschaut. Ja, Penny geht ganz stolz geschwellter Brust, geht die und so und ruft so: Hallo, Mona! Ja, wir sind hier. Psst, wir verstecken uns doch, damit uns die Wölfe nichts tun. Aber die sind total toll. Und rat mal, wer hat ein Werwolfshaar? Echt jetzt? Ja, klar. Oh, das ist ja super. Ja. Du warst echt mutig, Penny. Danke, Bob, du bist mein bester Freund. Möchtet ihr ein Werwolfshaar haben? Ja, unbedingt. Da müssen wir jetzt hier sofort unseren Trank brauen. Die anderen Zutaten haben wir schon zusammen. Ja, aber eine kleine Sache wäre da. Und zwar, Bob, was wollten wir nochmal fragen? Wir suchen nach Valentino. Genau, wir suchen nach Valentino. Und ich habe mit meinen wahrsagerischen Fähigkeiten das Südtor ausgemacht. Jetzt wusste ich nicht mehr so genau an der Gabelung, wo ich herfliegen musste. Links oder rechts? Könnt ihr mal sagen, A, wie wir zum Südtor kommen und B, habt ihr vielleicht ein paar Informationen? Wer ist denn dieser Valentino? Valentino Apfelbaum, der berühmte Geschichtenerzähler hier in der Gegend. Stimmt, von dem haben wir schon gehört. Aber da durften wir noch nicht hin. Unsere Eltern haben uns nicht hingelassen. Der ist nämlich verschwunden. Die Geschichten so gruselig sind. Gerade. Okay. Und wo ist er? Das wollen wir ja herausfinden. Ich habe gedacht, vielleicht wisst ihr was. Nein. Aber ihr wisst, wo das Südtor ist, oder? Ihr müsst einfach den Weg hier wieder zurückfliegen, wie ihr gekommen seid. Und dann rechts? Ja, wenn ihr rechts fliegt, dann kommt ihr, also wenn ihr geradeaus fliegt, kommt ihr zum Südtor zurück. Wenn ihr rechts fliegt, dann geht der Weg weiter
Und dann kommt ihr zu so einem alten Anwesen. Da waren wir aber auch noch nie. Wir wissen nicht, wer da wohnt. Kennt ihr euch vielleicht mit Wahrsagerei aus oder so? Nee, wir lernen hauptsächlich Alchemie bei uns. Oh, schade. Und Beschwörung. Beschwörung, das würde ich auch so gerne können, aber da fehlt mir die Konzentration zu. Aber lass uns doch mal magische Kontakt halten. Wir schreiben uns einfach, weil dann könnten wir uns auf alchemistischer Basis austauschen. Und hier sind die Haare, das eine Haar. Dankeschön. Die zwei anderen behält Penny. Das war die Rede von einem Haar. Aber wir sind doch zu dritt. Wir müssen doch alle die Prüfungen, die Abschlussprüfung machen. Hamus ja, bricht dann aus dem Busch hervor. hält die komplette Hand voll dieser Haare. Du schuldest mir noch was für meinen Fang. Und sag auf den Hut. Die Lotta schaut dich so an, guckt sich den Büschel Haare an in deiner Hand und sagt dann, du weißt schon, dass das Wolfshaare sind. Nein, ich war... Hätte ich schon genauso, wie das, was ich beschworen habe. Ich habe sie alle aufgesammelt. Und damit kann man keinen Trank brauen. Penny gibt die anderen Haare und sagt, was ist, wenn wir jetzt hier weiterfliegen würden durch den Wald? Wo kommen wir dann dahin? Weiter durch den Wald, dann kommt ihr irgendwann zum atemlosen Piratensee. Aber ich glaube nicht, dass da Valentin, ja, weiß ich nicht. Vielleicht müsst ihr nochmal, kannst du nicht nochmal wahrsagen, wenn du rausgefunden hast, dass er beim Südtor da war, dann musst du das vielleicht nochmal machen, um gucken, wo er jetzt ist. Oder ihr müsst was anderes machen, um ihn zu finden. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Und guckt so zu Hamus. Und wir gehen nicht angeln. Wieso gehen wir nicht mehr angeln? Direkt mit der Penny. Weil wir jetzt erst den Valentino finden und dann können wir angeln gehen. Aber ich versuche jetzt einfach mal meine inneren Sphären zu öffnen. Moment. Mach ruhig, ich baue aus diesen Haaren jetzt einen Fischköder. Penny ist gerade so in der Meditation drin, ist dann total irritiert, wie sie das hört. Was? Konzentrier dich, Penny. Ja, tiefe durchatmen. Okay, dann würfel mir doch nochmal bitte auf Alchemie. Ja, da habe ich eine 2. Habe ich eine 8 plus 1 auch drauf. 7 brauchst du. Ja, und das kriege ich eine Punktlandung, denn ich habe 6 und 1 geskillt, also 7. 7, also so, du lässt deine Gedanken so schweben und fühlst dich da so rein, wo Valentino sein könnte. Und das fühlt sich jetzt nicht mehr an, dass er beim Südtor ist, sondern tatsächlich auch nicht in die Richtung tiefer in den Wald rein, sondern in die andere Richtung. Also eher so von der rechten Abzweigung, die ihr nicht genommen habt. So in die Richtung. Oh, die Götter haben zu mir gesprochen. Ich glaube, Valentino, wir sollten auf jeden Fall jetzt den rechten Weg nehmen. Mein Mojo sagt das ganz, ganz deutlich. Ich spüre das. Wir sollten zum verfluchten Anwesen fliegen. Wir sollten zum verfluchten Anwesen fliegen. Wow, du kannst es echt gut. Das ist ein verfluchtes Anwesen. Wieso sind die eigentlich nicht mitgekommen? Ich habe geglaubt, sie wollen die Haare haben. Naja, die wollen die Haare nicht mehr haben. Ich komme jetzt einen Köder draus. Ja, wir sind ziemlich gruselig. Mich haben sie sofort verjagt. Die sind doch nicht gruselig. Du hast sie gestört beim Singen. Was? Sie haben mich sofort weggejagt. Bob, kannst du meine Hand halten, wenn wir zum verfluchten Anwesen gehen und das nicht ein süßer, süßer Candy Mountain ist, der da steht? Also, die Hand soll man eigentlich nur mit Leuten halten, die man wirklich mag. Also nicht, dass ich dich nicht mag oder so, aber ich bin noch nicht so weit. Ich nehme ihre Hand. Ich bin ein gruseliger Vampir. Mir tut keiner was. Jetzt fühle ich mich sicher. Sie guckt immer noch so zu Bob. So eine Träne fällt so ein bisschen runter. Ist okay. Die drei anderen Kinder, die haben in der Zwischenzeit tatsächlich so über ihren da so Tränke gebraut, haben so ein kleines Feuerchen gemacht, auch mit Magie natürlich, und dann
verschiedene Zutaten in ihre Gefäße reingeschmissen und drehen sich jetzt ganz stolz zu euch um und sagen, schaut mal, wir haben gemerkt, wir brauchen gar kein ganzes Werwolfshaar pro Trank. Das heißt, wir konnten jetzt hier 4 Tränke damit brauen. Und wir brauchen nur 3. Also wenn ihr wollt, schenken wir euch einen davon, weil ihr uns so nett geholfen habt. Und was macht der? Danke. Der macht, dass man wie ein Werwolf im Dunkeln sehen kann. Hochinteressant. Penny notiert sich das so. Und habt ihr das Rezept zufälligerweise? Ja, das können Penny, wir euch gerne verraten. Ja, Penny versucht es halt in ihrer nicht schönsten Schreibschrift. Mutter tut das immer sehr kritisieren, dass sie nicht eine so schöne Handschrift hat. Tut sie das durch Notieren, wie die Mengenanzahl ist und die Brauzeit und wie man das rumrühren muss. Also sie notiert sich das nochmal kurz. Die Lotta schaut so ganz kritisch über deine Schulter. Nein, nein, das heißt Alraune, nicht Alrune. Das muss ja nur ich verstehen, und ja, Lotta. Also 500 Milligramm, nicht 500 Kilogramm. La la la, ich höre dich nicht. 500 Kilogramm Runen, schön. Und bei jedem Fehler so zuckt so Penny so zusammen und versucht das Büchlein näher an sich zu halten und zu schreiben. Kenny wird die andere dann auch anknurren, so weg von meinen Eltern. Ja. Mama hat schon recht, lass ihn ruhen. Alles gut, Kenny, alles also, gut. Also ob ihr das zweite Lehrjahr schaffen würdet, das weiß ich ja nicht. Aber wenn ihr mal Lust habt, kommt ihr uns besuchen in der Buckelinsel-Universität. Da ist nämlich irgendwie total cool. Wir haben zwar einen ziemlich strengen Rektor, aber der ist eigentlich trotzdem ganz nett. Macht ihr das? Kommt ihr uns mal besuchen? Der ist ja der Freund ja, von unserem Chorleiter. Ja, das haben wir gehört. Ja, da war ich schon mal. Warum habt ihr vom Chorleiter Angst? Ja, weil der doch ein gruseliger Werwolf ist. Aber man sollte doch nicht einfach andere nach ihrem Aussehen beurteilen. Ja, war doch überhaupt nicht gruselig. Die haben mir applaudiert. Und mir haben sie Haare gegeben. Du wirst leicht reden. Du bist ja auch ein mächtiger Vampir. Du hast nicht vor so viel Angst. Ja? Okay, ja, das nächste Mal sind wir ganz mutig und gehen selber hin. Wir haben nicht mehr bemerkt, dass ich Haare aufgesammelt habe. So viel zu dafür, dass wir einen wahrnehmen würden. Ich habe dich aber vorgestellt, Hamus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir euch mal besuchen können. Gut. Also Penny merkt, dass langsam so diese Vorstellung von dem Ort von Valentino so ein bisschen schwächer wird. Wir sollten uns beeilen. Wirklich? Weil mein Karma sagt gerade, meine göttliche Inspiration, die Götter, die jetzt mit mir reden, sagen, es wird langsam etwas schwächer. Vielleicht sollten wir uns auf den Besen schwingen. Sie nimmt sich so Bob vor. Christio, komm mal wieder her. Ja, ich mach das schon. Bob macht die Augen zu, wir haben jetzt keine Zeit. Du gehst jetzt hinten auf meinen Besen drauf und jetzt... Klammert sich ja wirklich fest. Ja. Und nicht beißen, Kenny. Pfötchen wird auf jeden Fall auch gedrückt. Pfötchen ist es schon gewohnt, wenn es so schnell fest, geflogen nicht so wird, fest. Gequetscht. Fliegt ihr denn querfeldein oder fliegt ihr wieder zu der Weggabelung zurück und nimmt dann die Richtung? Über die Bäume und dann geht's am leichtesten. Alles klar, gut. Also ihr kommt dann, irgendwann kreuzt ihr dann wieder die andere Straße, also die rechte Abzweigung sozusagen, und folgt dann noch etwas weiter. Und irgendwann geht so ein kleiner Weg nochmal rechts rein. Ihr hättet den fast übersehen, so von so weit oben, wo ihr seid, aber so im letzten Moment habt ihr es doch noch gesehen. Und seht erstmal, dass da auch viele, alles sehr dicht bewachsen ist, viele Bäume sind, aber könnt so hinter den Bäumen sowas wie so ein Haus erahnen. Bob, ich sehe ein Haus, siehst du es auch? Ach nein, du hast die Augen zu. Ich sehe nichts. Darf ich schon schauen? Sieht es gruselig aus? Sieht ein bisschen gruselig aus und es ist auch langsam wirklich dunkel geworden. Ja, also ihr hört so Käuzchen schreien, ihr hört auch irgendwas flattern. Oh, halt mich fest. Wenn ich so wisst, was es ist. Ich halte mich schon fest.